Und jetzt zu unseren Kurznachrichten. In Schwerin haben Polizeibeamte mehrere Waffen, Chemikalien sowie eine Reichskriegsflagge und Betäubungsmittel gefunden. Diese befanden sich in einer Laube einer Kleingartenanlage. Beim 37-jährigen Besitzer der Anlage fand die Polizei weitere Waffen und verbotene Gegenstände. Die Polizei hat bereits Hinweise auf eine rechte Gesinnung des Tatverdächtigen. Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende appellierte die Polizei an alle Kraftfahrer, ihre Fahrzeuge mit Winterreifen auszustatten. Winterreifen bieten gerade jetzt mehr Sicherheit gegenüber Sommerreifen. Sie erhöhen die Fahrstabilität und verringern den Bremsweg auf glatten oder rutschigen Straßen. Die Landesregierung lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich im Rahmen des landesweiten Klimaschutzgesetzes mit Ideen und Vorschlägen zu beteiligen. Die öffentliche Veranstaltung findet am 30. November online statt. Das neue Klimaschutzgesetz für Mecklenburg-Vorpommern soll konkrete Ziele unter anderem für die Sektoren Landwirtschaft, Moore und Wasser sowie Wald und Gebäude enthalten. Auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt wurden in der Nacht vom 21. zum 22. November mindestens 5 Verkaufsläden aufgebrochen. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen dabei ersten Erkenntnissen nach Lebensmittel gestohlen haben. Die Polizei hat bereits die Spuren gesichert und Strafanzeigen aufgenommen. Das war's mit unseren Kurznachrichten. Bis zum nächsten Mal.